weiter geht's, ihr Lieben. Neues Video hier in Russian Fishing 4. Und wie ihr seht, bin ich mal wieder an der alten Festung. Ja, die alte Festung mausert sich zu einem, ja, für mich eigentlich zu einem meiner liebsten Gewässer für alles. Naja, nicht wirklich für alles, aber für sehr, sehr, sehr viele Fische. Aktuell kann man hier Aal angeln mal wieder. Gerade nachdem das Gewässer zurückgesetzt worden ist, die Gewässer zurückgesetzt worden sind, läuft gerade aktuell wieder der gute alte Aalspot. Hatte ich jetzt zuletzt nochmal in den Infos hier auf YouTube reingeschrieben, das Video auch nochmal mit verlinkt. Also, der alte Aalspot rennt wieder ganz gut. Dieses Mal allerdings auf Fischfetzen. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Rauskommen, hier vorne hin und hier rauswerfen. Ganz klassisch. Wie gesagt, schaut euch das Video einfach nochmal an, wie das Set zusammengebaut wird. Allerdings, wie gesagt, die Änderung zum Video der Fischfetzen und nicht wie beim letzten Mal der Tauwurm, der bringt diesmal nicht ganz so viel. Dann war ich jetzt gerade unterwegs und habe ein bisschen rumgetestet hier unten im Fuß. Und zwar hinten hier in der Ferse stand ich gerade und habe hier ganz knapp nur rausgeworfen. Das sind 8 Meter oder was das sind oder noch nicht mal. Hier ist so ein grünes Geschlonze, so Grünzeug, Entengrütze liegt da rum. Und da schön reingeworfen mit 1er Haken und Kartoffel. 1er Haken und Kartoffel, absolut klassisch für Amure. Und das ging bisher rein. Das heißt, hier habe ich ein bisschen weiter vorne noch getestet. Da hat das nicht so gut funktioniert an der unteren Brücke. Und dann bin ich weiter halt in den Schuh rein, in den Fuß rein unten. Und dann ging es los hier mit Amuren. 4 schwarze Amure schon gezogen. Endlich, schönes Ding, hatte ich am Bärensee gesucht, zwischendurch auch mal ein paar Karauschen und jetzt gerade nochmal die Info auch hier im Ingame-Chat gehabt. Alden versucht doch nochmal auf Schleie und ich habe hier einmal versucht Schleie auch mit dem Tauwurm. Ich bin hier gerade ziemlich dick unterwegs, mit einem 1er Haken, wenn euch das zu groß ist. Ruhig einen 4er Haken und wenn ihr denkt, oh, die sind mir immer noch zu dick, die Schleien, die kriege ich gar nicht rausgezogen, dann vielleicht eher mit einem 1er Haken, mit einem 6er Haken versuchen. Aber ich sag mal, sowas wie einen 1er bis, oder sagen wir mal 6er bis 1er Haken, das ist so das Maximum. Ich mache nochmal meinen geliebten 4er Haken drauf, finde ich, ist immer eine schöne Zwischengröße. Und dann hier vorne relativ knapp ausgeworfen. Einfach da vorne hinwerfen. Vom Setup her relativ simpel. Ich bin jetzt hier völlig zu groß unterwegs. Ich bin hier gerade mit dem Karpfen-Setup unterwegs. Aber auch das funktioniert. Also man kann es mit Sicherheit noch optimieren. Das heißt vom Gewicht her auch da ungefähr so in Richtung Aal-Setup auch gehen. 7,7er Vorfach kann man schon ganz gut nehmen. 7, 8, 9 Kilo Vorfächer oder so von der Schnur und dann ab dafür. Wenn ihr zurzeit noch mit tendenziell eher 5 Kilo Setup hier unterwegs seid, auch das durchaus möglich. Dann habt ihr natürlich bei den etwas dickeren Fischen natürlich eher den Drill. Aber auch das ist alles machbar. Ja, Honigteig ist momentan the way to go und auch eine Schleie ist da gar nicht abgeneigt, wenn man sie ein wenig anfüttert. Also manche Fische reagieren da besser drauf, manche weniger. Ich werf gerade nur aus. So, hier auf halb ungefähr. Ein noch. Ich hatte vorhin schon mal 4 Bällchen reingeballert. Machen wir nochmal ein paar rein. Nicht überfüttern die Stelle, nicht zu viel reinballern. Viel hilft viel. Nein, leider nicht. Das zählt hier nicht.
sondern vorsichtig anfüttern, nicht, dass es zu viel wird und dann die Schleie auf einmal abhaut. Wenn ihr euch ein bisschen dran rum, wenn ihr ein bisschen mehr rumfriggeln wollt mit den Futtermischen, man kann das natürlich auch optimieren. Das heißt, ihr verwendet gerade Honigteig, bedeutet die klassische Futtermische zusammenstellen plus Komponente Honig mit reinmischen, um das einfach noch ein bisschen zu optimieren, kann man natürlich machen. Oder wenn ihr wollt mit PVA, aber ich glaube, das ist für Schleienangeln doch vielleicht ein bisschen übertrieben. Also, das hier wäre möglich und wenn euch dann zwischendurch noch langweilig ist, tagsüber durchaus auch nochmal eine Option hier einfach so in die Richtung nochmal auf Hecht zu gehen. Hier oder auch hier vorne so ein bisschen in Richtung Hecht angeln. Auch durchaus eine Möglichkeit für nebenbei. Und ja, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen rumprobieren, gucken, dass ich ein bisschen was rausziehe. Und demnächst werde ich ja auch mit dem Kleinen mich wieder hinstellen und das Schleienangeln versuchen auf der Stippe. Gucken wir mal, ob da was geht, aber dafür hätte ich dann doch lieber gerne die etwas stabileren Stippen. So, ich gucke erstmal, was jetzt hier noch geht. Ziehe hier noch ein paar Schleien raus und dann gucken wir gleich mal in den Kescher. Ja, jawohl, 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 jawohl. Ah. Ui, guck mal hier. Nee. Hohoho. Ein olles Rotauge, Alter. Es ist 6 Uhr und es geht los. Ist das der Hammer? Die Nacht über war echt ein bisschen mau. Ich habe schon auf Tauwurm zwischendurch gewechselt. Und was ich noch gemacht habe, ich habe mal wieder dieses Vorfachsmaterial wieder verwendet. Zeige ich euch gleich. Zweimal Vorfachsmaterial. Oha. Und einmal jetzt hier auf dieser Fluorocarbon. Also, gehen wir nochmal kurz rein ins Setup und konzentrieren uns jetzt hier allerdings nur auf die Vorfächer, also auf die Dicke des Setups sozusagen. Das heißt, ich bin jetzt hier mit 7,7 Kilo Vorfach unterwegs. Relativ dünn und einen ziemlich fetten Haken. Einfach hier mit dem Honigteig. Dann ist hier dieses geflochtene Vorfachsmaterial. Das geflochtene, farbige Vorfachsmaterial. Genau, Camo Red. Ich hätte, glaube ich, noch andere Farben. Könnte ich eigentlich auch mal testen. Und auf der dritten das gleiche nochmal. 6,4 Kilo Tragfähigkeit. Gucken wir mal, ob das geht. Das hatte ich jetzt zuletzt probiert beim Zopenangeln am Volcho. 71-100 gehen ja gerade wieder mehr oder weniger gut. Die Z-Fische, die Zope immer noch auf Seealge. Und da hatte ich dieses Vorfachmaterial verwendet. Falls ihr das sucht im Shop, ist das nicht unter normal unter Vorfächer, sondern unter im Karpfenrutenbereich Zusatzmaterialien, nicht Karpfenruten, Karpfenmaterial, Karpfen-Setups. Was ist denn das? Wir müssen gleich mal gucken im Shop, glaube ich. Auf jeden Fall unter Vorfächer da in diesem Bereich und unter Zusatz müsste das sein. Da geht wieder einer rein. Ja, und es ist halt eine geflochtene. Mit einer recht hohen Tragfähigkeit. Allerdings ja auch recht dünn, ne? Und das macht's dann halt aus. Und die nächste, jawohl. Ja, einige kleine Schleien jetzt gerade. Tauwurm, wie gesagt, hat die Schleie leider nicht getriggert. Sonst ging das auch schon mal ganz gut. Ab und zu, vielleicht geht mit Glück noch eine rein. Aber zurzeit tatsächlich der beste Köder. Der Honigteig.
was wir hier nochmal machen können. Gehen wir mal von dem Klassiker weg. Gehen auch hier testweise auf den Viererhaken. Hauen hier mal einen Käse drauf. Und verwenden dann auch hier Vorfachsmaterial. Wir bauen das mal einfach neu eben zusammen. Das heißt, unter Materialien bzw. unter den Vorfächern Fiedervorfach. Da nehmen wir mal ein normal langes, machen wir mal so 30 cm. Und unterm Werkstoff finden wir dann hier jetzt diese getarnten Vorfachsmaterialien. So sehen die aus. Und dann schauen wir mal hier, dass es ja, diese Tragfähigkeit ist. Das ist, glaube ich, die geringste Tragfähigkeit. 6,8 Kilo. Und ich glaube, ich baue die mal in grün, weil wir ja hier in diesem grünen Grützenbereich gerade unterwegs sind. Und machen da 6,8. Gucken wir mal hier jetzt nach den Wirbeln. 6,4er Wirbel haben wir hier. Das heißt, wir produzieren jetzt hier 6,4er Vorfächer. Grünlich. Jawohl. Und das bauen wir jetzt hier dran. Ganz unten sind die in der Regel. Hier ist es auch schon. So. Bremse wieder ein bisschen lockerer machen. Ist ja eine ziemlich dünne Schnur. Und dann probieren. Das wäre doch mal was, oder? Wie gesagt, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr euch das noch nicht leisten könnt, alles gut. Kein Stress damit. Fluorocarbon Standard 7,7 kann man sogar kaufen. Das Vorfach einfach verwenden. Wenn ihr gar keine Vorfächer habt, einfach mit der normalen Monoschnur hier hinstellen. Nicht immer denken, oh je, das habe ich nicht, das kann ich nicht. Also kann ich auch hier nicht angeln. Ganz entspannt. Guck mal, das ist doch geil. Das ist im Idealfall eine dicke, fette Schleie. Ich hoffe es. Ich hoffe es doch. Schön hier bis in den roten Bereich der Drill. Jawohl, ey. Ha. Also die dicken, fetten Schleien, unterschätzt sie nicht. Auch die können richtig abgehen. Auch die können richtig Bock haben. Gerade so im 3-4 Kilo Bereich hauen die halt mal richtig dann rein. So, mal gucken. Lassen wir sie nochmal so ein bisschen hier abziehen. Aber die Ausdauer daran hapert es dann. Ich meine, die hat natürlich jetzt auch hier ordentlich zu kämpfen. Die Schleie. Wenn es eine ist. Wobei, wie ein Amur fühlt es sich eigentlich noch nicht an. Hält einfach schön dagegen. Zack, da geht schon die nächste rein. Das Schöne ist auch mit kleinem Setup hier, keine Sorgen machen, solange ihr in diese Richtung hier angelt, kann euch da der Fisch nicht abhauen. Schöner Brocken, das ist aber ein schöner Brocken, das ist aber ein schöner Brocken dort, das ist aber ein schöner... Alter, 3,7, 3,8 Kilo bald. Nicht ganz für Trophy gereicht, aber du Lümmel, ich krieg den. Schönes Ding, schönes Ding. Da geht noch was, Leute. Die dicken Dinger, die wollen wir haben, ey. So. Nee, nee. Fetter Giebel, Alter. Auch nicht schlecht. Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, zieht raus die Brocken. Was soll man jetzt hier lange quatschen und rumprobieren und machen? Also, ab an die alte Festung mit mittlerem Setup. Basis-Setup ist es, glaube ich, schon, ist es schon ein bisschen zu viel. Also jetzt nicht mit der kleinen Sorrento hier hinstellen oder sowas. Das ist vielleicht einfach ein bisschen zu viel des Guten. Ran, ihr müsst ja auch den Honigteig schon können und das kann man halt im Low-Level noch nicht. Das heißt, Honigteig herstellen ist schon vorteilhaft. Ab dafür hier einfach probieren. Schleinfutter, ja, immer gern. Und dann einfach Gas geben.
in der Nacht vielleicht hier einfach auf dem Wurm ändern. Ich hatte jetzt gerade in der Nacht zwischendurch geändert auf Wurm. Da sind dann Rotaugen beziehungsweise hier noch ein paar Barsche tatsächlich auf den Tauwurm reingegangen. Aber die Schleien funktionieren. Wenn ihr dann Bock habt auf ein bisschen was Dickeres, einfach hier in diesen, die Amure einfach nochmal angehen. Amure, ganz simpel, relativ dickes Vorfach, Fluorocarbon mit Kartoffel, Einserhaken Kartoffel und dann hier vorne ab in die Ferse reinwerfen oder 27 Meter geradeaus, auch das geht. Aber hier war die Frequenz eigentlich ganz gut. Und ja, wenn ihr sonst noch was habt an der Festung, natürlich Aal in der Nacht, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber der Weg von da bis da ist immer schon ziemlich weit. Da vertut man immer viel Zeit. Das heißt, entweder oder, würde ich sagen. Jetzt geht hier auch gerade noch was rein auf Käse. Das sieht aber eher nach einem Rotauge aus. Ja, solange die um 500 Gramm sind, passt das doch ganz gut. Weiter testen, ihr Lieben, weiter ausprobieren. Wenn ihr noch einen geilen Spot habt hier an der Festung, gerne teilen. Einfach unten mit in die Kommentare reinschreiben. Die alte Festung, ganz wichtiges Gewässer halt ab Level 12 für alle zu beangeln. Und es lohnt sich immer wieder. Auch hier werde ich mit dem Großen nochmal weiter angeln auf Hecht. Da muss ich ja noch die Trophy fangen, fehlt mir immer noch. So. Ihr Lieben, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal, montags, mittwochs und freitags auf Twitch und ansonsten im nächsten Video. Petri.